Unwürdige, mach erst die Noten. Das Hungerhaus mit Dole, Worten statt Not. Das Land verbringt, das Elend kennt, wie fühlt sich ein Pardon. Der große Bruder rettet ihn durch die Munition. Warum? Warum die nicht am Zelt sein? Keiner was, keiner muss es. Warum die nicht am Zelt sein? Servus die Marlon, grüß euch die Buben, willkommen zum Wort zum Tage Nummer 75. Hier ist wieder Wiens verrücktester, beliebtester, meistgehätester, meistgetreutester Wuschelkopf mit Brille, euer Manu mit dem Herrn Dali, was ja für eine Jahr schon wieder irgendwie grenzwertige Symbolik sein soll. Ja, entschuldigen, dieses Bild ist von meinem Wohnungsinhaber, ist ja nicht mein Bild, ja. Aber das nur am Rande. Das Thema heute findet den Fehler, ja, aber wir machen heute keine Bildersuchrätsel, sondern es ist ja einiges passiert. Gestern wurde der ehemalige freiheitliche Vizekanzler Heinz-Christian Strache, wie die meisten mitbekommen haben, einstweilen noch nicht rechtskräftig wegen Korruption, Bestechung etc. zu 15 Monaten bedingt verurteilt. Er ist natürlich in Einspruch gegangen, wir werden das Ganze weiter beobachten. Aber es gab da natürlich einen Talk. Auch der Herr Gross als auch der Herr Pilz, die jetzt beide wirklich aus total konträren politischen Lagern kommen in Österreich. Ja, für die Deutschen, das wäre jetzt ungefähr so, wie wenn einer von der AfD, ehemaliger AfD-Mann und ein ehemaliger Grüner, den Fall bewerten, und die sind halt schon beide der Ansicht, dass das Urteil halt zweideutig zu betrachten ist. Zum einen ein bisschen eigenartig, ich meine, jetzt hat ein unabhängiges Gericht eingesprochen, kein Staatsanwalt, aber interessant ist das, was so in Folge passiert, was so der Peter Pilz war gestern, Peter Pilz, ehemaliger Gründungsmitglied der Grünen. Zuerst war er bei den Sozialdemokraten und war ein Gründungsmitglied der Grünen in Österreich. Ja? In der Aufdeckung ist auch nicht der beliebteste Mann für alle gewesen, aber er hat sich zumindest immer ein bisschen scheinbar bemüht. Ja? Scheinbar, weil wir wissen, dass Untersuchungsausschüsse in der Regel außer viel Geld nicht viel gebracht haben. Ja? Aber er hat gestern ein paar interessante Sachen. Er hat ja auch ein Buch geschrieben, das Kurzregime, interessanter Titel, Bestseller schon in Österreich, führt, glaube ich, die Buchliste in Österreich an. Und er hat da beim Herrn Fellner erfrischende Worte. Also wenn und er wartet auf die Klage. Aber er sagt, er würde ja gern, dass der Herr Kurz und der Kanzler ihn klagt, denn dann müsste der Kanzler unter Wahrheitspflicht aussagen. Aber was passiert denn derweil im Hintergrund? Und jetzt kommen wir zu Findet den Fehler. Ja, denn es passieren, jetzt zeige ich euch einmal was. Ich muss mir hier den Bildschirm freigeben. Ja, Moment. Und das ist wirklich an Absurdität. Also wir kommen wirklich in der Bananenrepublik Österreich. So, also hier ein Artikel von Peter Pilz, der ja jetzt Medienmacher ist und sein Magazin betreibt, ein anderes Magazin namens Zack Zack. Wieso ist der Artikel nicht da? Was ist los? Lade halt noch einmal. Komm. Na komm, bist du mir zu verarschen? Okay, gut, er will nicht, da ist es ja schon. Das hat ein bisschen gedauert. Gut Ding braucht Weile, ja. Also ihr seht das jetzt hier.
wenn ich das nicht mehr sagen darf, Gute Nacht Österreich. Ja, und zwar, während Heinz-Christian Strache gerade seinen letzten Prozesstag hatte, gab es am Freitag, sprich gestern, einen weiteren Politiker, für einen weiteren Politiker einen Prozess am Wiener Straflandesgericht. Einen Stock höher klagte Gernot Blümel, unser Finanzminister, einen Pensionisten. Warum hat einen Pensionist eine Zivilperson geklagt? Ein Pensionist, ein älterer Herr, hat auf Twitter der ÖVP-Führung und namentlich dem Finanzminister vorgeworfen, korrupt oder vergesslich zu sein. Daraufhin kam Anwaltspost und er wurde dann auch noch verurteilt. Er hat zwar natürlich juristischen Beistand erhalten, weil sich da einige Oppositionspolitiker oder Menschen aus dem Umfeld der Opposition um juristischen Beistand für diesen Senioren gekümmert haben, aber er wurde von der Richterin verurteilt und zwar zu 120 Tagessätzen zu je 35 Euro, also insgesamt 4.200 Euro, davon 1.050 unbedingt, ja, die muss er an den Finanzminister zahlen, ja, 1.000 Euro an den Finanzminister, zudem 100 Euro Entschädigung nach Medienrecht und die 3.150 Euro bedingte Strafe ist eine Bewährungszeitraum auf 3 Jahre anberaumt, ja. Weil, und das ist jetzt das Groteske, ein einfacher Bürger, ja, also kein freier Journalist, kein Medienmacher, habe laut der Richterin die gleiche Verantwortung wie etwa die Kronenzeitung, wenn er auf Twitter etwas poste. Okay, interessant. Gut, lassen wir mal so stehen. Aber jetzt finden wir mal den Fehler, oder suchen wir den Fehler, oder ich zeige euch den Fehler. Ja? Im Jahr 2020, also schon letztes Jahr, hat unsere Bilderberg-Zeitung, der Standard, Folgendes geschrieben. Ja? Moment, ich muss es auch wieder einblenden. So, ich mache das jetzt Vollbild. Ja, passt auf, was da so steht. Das ist ja Weltklasse. Natürlich, also 2020, hier sitzt es hier, von einer Bernard Jenny. Der türkise Sumpf zieht alle runter. Und jetzt passt auf, was da steht. Das ist ja ein Wahnsinn, ja? Wir kommen in der Ablenkshow und jetzt geht's los. Pass auf. Jetzt wird's richtig hart. Wo ist es? Da. Der türkise Sumpf müsste längst langsam selbst die naivsten wertkonservativen Altpolitikerinnen und Politikern und ÖVPlern aus dem kurzen Schlaf reißen. Der Gestank reicht längst über die Vegetationsgrenze hinaus. Der Großglockner-Gipfel wird bald nur mehr mit Gasmaske betretbar sein. Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, also ehemaliger Bundespräsident bei uns in Österreich, hatte mal davon geträumt, die Sümpfe trocken zu legen. Er würde wohl heute aufgrund der Unverfrorenheit verzweifeln, mit der die Werte einer solidarischen Demokratie, einer sozial gerechten und menschenrechtskonformen Gesellschaftsordnung nicht nur ignoriert, sondern zerstört werden. Ja? Das schreibt der Standard, da gab es aber keine Klage. Jetzt findet ihr mal den Fehler. Ja? Auch andere Medien batzen ja den Kanzler Profil und wie sie alle heißen, ja, werfen den Kanzler auch der Falter offen Korruption vor. Offen. Werden die geklagt? Oder nein. Dabei hat der Herr Blümel jetzt sogar noch weitere Klagen angekündigt gegen Personen, die in sozialen Medien gegen ihn Verleumdungen oder Hetze betreiben würden. Ja, Zivilpersonen werden jetzt also vor den Kadus, vor die Justiz gezerrt und schwab verurteilt, während die Medien das berichten dürfen. Ist eine interessante Entwicklung, muss ich schon feststellen. Ja? Ein armer Pensionist, ja, der halt einfach, und er hat ja, das muss man noch dazu sagen, er hat das jetzt nicht erfunden, sondern er hat sich ja auch auf eine Medienberichterstattung berufen in seinem Tweet, ja. Ist ja nicht so, dass er das frei erfunden hat. Und er hat auch damit argumentiert, dass er ja quasi nur Medien zitiert hätte. Das heißt, du darfst jetzt anscheinend, wenn dieses Urteil jetzt als Blaupause, als Muster hergenommen werden sollte, könnte, dann darfst du quasi keine Medien mehr zitieren. Ja? Die Medien sagen jetzt, also der Strache, so wie jetzt, der Strache ist korrupt.
ist wegen Korruption verurteilt, dann könnte jetzt der Strache jeden klagen, in der Theorie, der als Privatperson das behauptet, was er in den Medien, also die Medien zitiert. Ja? Wo sind wir angelangt? Das ist ja wirklich, wir kommen in der wunderbaren Welt des Schwachsinns. Ich meine, Entschuldigung, dass bei der ÖVP oder bei dem Türkis oder nehmen wir es, wie wir wollen, oder generell in der Politik, mir sind die Farbe mittlerweile schon wurscht, ja? Aber das System Kurz, das ist ja schon ein Sonderfall, sondergleichen. Denn wie hat der Herr Pilz, ich zitiere jetzt hier auch nur den Herrn Peter Pilz, ja, der gesagt hat, der hat dann den Herrn Fellner gefragt, ja, wir haben einen Sonderfall in Österreich, wir haben hier einen 35-jährigen Studienabbrecher, der nie was gelernt hat, und der einen Staat lenkt und sich da mit seiner Bubalpartie, wo sogar Otto und Jörg Haider sich wundern würde, ja, so irgendwie, ja, oder irgendwie Magen es umdrehen würde, aufgebaut mit, ja, schon, wie er es genannt, einer Art mafiösen Struktur, ein Regime, ja. Das Regime Kurz, interessant, ja. Also, diese Unverfrorenheit von Herrn Blümel, ich meine, da gibt's, ich meine, aber das zeigt doch wunderbar auf, dass diese Partei, die ja angeblich 35% Zustimmung hat und der Kanzler angeblich laut Schwurbelumfragen bis zu 42% in der Sonntagsfrage, Kanzlerfrage, ja, dass dem das sein Volk relativ wurscht ist. Ne? Das Volk wird niedergeklagt, wenn es gegen ihn irgendwas twittert. Ja? Während die Medien, die einige davon ja komischerweise, wie wir alle wissen, ja Zuschüsse erhalten haben, damit sie, auch das, ich zitiere nur Peter Pilz, wie gleichgeschaltet mittlerweile berichten, ja, weitermachen dürfen. Ja, die dürfen das, aber wir dürfen nicht einmal mehr Medien zitieren. Na, was ist jetzt los? Das ist ja wirklich, ich zitiere auch jetzt wieder Peter Pilz, das ist eine fast schon orbanische Entwicklung. Ja? Ich meine, das ist ja unfassbar. Das ist ja einmalig. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. So einen Fall habe ich, glaube ich, gibt es in Deutschland einen Fall, wo eine Zivilperson verklagt wurde, weil sie von einem Politiker, weil sie ein Medium zitiert hat und gemeint hat, dieser Herr sei korrupt und vergesslich und wird dann von dem Politiker verklagt, während die Medien an sich, die noch viel ärgere Dinge schreiben, wie mit Gasmaske. Ich meine, wenn ich jetzt das sagen, wenn ich diesen Sager losgelassen hätte, wie diese Standardredakteurin, diesen Vergleich und nur das Wort Gasmaske erwähnen würde, ja? Was glaubt ihr, was da los wäre? Was da schon wieder Psiram stehen würde, ja? Und überall. Na, das wäre ein gefundenes Fressen, ne? Und gehen wir geht schon. Da schnappt die Falle wieder zu. Der Mieters, da haben sie schon immer gewusst, ja? Der Obernazi. Ich meine, hallo? Medien dürfen das, ist linke, links, 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 linke, link, 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 ganz links, außen, links, links, schon jenseits der Außenlinie, ja, schon mehr als abseits, ja, liegende Standard, ja, davon Gas kann man, als Vergleich vom Gestank, ja, was den Gestank angeht, was Korruption innerhalb des Sumpfes bei der ÖVP oder die Türkisen, nennen wir es, wie sie wollen, ja, berichten, schon im Jahr 2020, aber eine Zivilperson darf das nicht. Also findet den Fehler. Es sollen jetzt alle wegradiert werden, ja, mundtot gemacht werden. Alle, die nur kritisch sind. Wehe, wehe, du bist gegen unseren Basti, Fantastium, gegen seine Freunde, ja, oder seine Parteigenossen, nur Kollegengenossen sind sie nicht, ja, aber im Prinzip sind sie alle Genossen, ja, weil sie wollen, der will auch China, ja, in China sind sie alle Genossen, ja. Also ist er der mittlerweile auch schon im Sozialismus angelangt, aber ist er fast schon, ja, der schwurbelt ja schon in der Wosch vom großen Weltkommunismus daher, der ja Kurz, ja. Und das ist keine Verschwörungstheorie, da gibt es ein Video, ja, das habe ich ja gespeichert, ja, weil wenn es auf YouTube verschwindet, das dann heißt, ich könnte es nicht belegen. Na, ich zitiere auch nie nur den Kanzler. Ja. Wie hat er gesagt? Herr Kurz, Sie haben ja gesagt,
Ja, ihnen hat es die Augen geöffnet, ne? Ich wiederhole es heute auch zum gefühlt 100. Mal. Um wettbewerbsfähig bleiben zu können, müssen wir halt künftig ja Einschnitt in Sachen Freiheit, Demokratie in Kauf nehmen, ja, weil um ein bisschen Wohlstand erhalten zu dürfen, ja, da müssen wir halt damit leben, dass so ein bisschen Freiheit und Demokratie das der Preis ist, den wir zu zahlen haben, ne? Das war eine Aussage, sinngemäß. Ja? Ich meine, hallo? Damit haben sie es eh schwer gehabt. Nur leider, diese Aussage, diesen Saga, ja, den kennen nicht einmal die meisten Politiker. Ich wiederhole das auch heute noch einmal. Ich habe genau einen ÖVP-Namen jetzt bei den Neos-sitzenden Ex-Medien, war ein ehemaliger Chef von mir, der Helmut Brandstedt, der mit dieser Aussage konfrontiert. Der kannte diesen Saga angeblich nicht. Ja? Meinte nur, na, China, das will er gar nicht. Der war schon ein paar Mal in China, das ist ganz schlimm. Naja, dann sollte sie mal ein bisschen schlau machen, als ehemaliger Chefredakteur des Kurier. Ja, der komische Nähe wieder. Ja, Regierungsinserate, ne? Wenn wir wollen ja alle Regierungsinserate, ne? Wir sind ja abhängig von Regierungsinseraten. Also wir schwurbeln halt ein bisschen, ja? Wir greifen schon zu Wörtern wie, der stinkt der Mief, ja? Bis zum Großglockner, dass man schon Gasmaske braucht, ja? Bist du deppert? Alter, ich wiederhole es noch einmal, wenn das einer von uns bringen würde, na, da nicht nur in der Politik klagen, da kommt dann die israelitische Kultusgemeinde und klagt dich in Grund und Boden. Da kannst du aber fix davon ausgehen. Fix. Fix. Ja? Aber wenn der Standard das schreibt, ist das wurscht. Das zeigt ja auch schon wunderbar. Ja? Das ist ja alles nur noch Realsatire. Sorry, Leute. Der absolute Knaller. Ein alter Mann, ein Pensionist, wird verurteilt, weil er ein Medium zitiert. Man muss sich das ja wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Während Medien, die noch zu viel härteren Vokabularen greifen in ihren Artikeln oder Kommentaren, ja, nichts passiert. Ja, nichts. Ja, ab und zu gibt es einmal eine Abmahnung gegen, aber komischerweise immer nur gegen freiheitliche Politiker, ja. Die werden dann abgemahnt. Warum werden eigentlich immer nur freiheitliche Politiker wegen irgendeiner Meldung abgemahnt, ja? Ich habe noch nie dann eine Gegendarstellung in irgendeiner Zeitung gelesen, wo es um die Aussage eines ÖVP oder SPÖ oder Neos oder Grüne Politiker ging. Na, wenn dann immer musste man eine freiheitliche oder so, diese Ecke, ja? Ist auch eigenartig. Ja? Mag sein, dass der ein oder andere auch von den anderen Parteien mal so einen Fall hatte, aber in der Regel, ja, ist es schon sehr auffällig, dass es in der Mehrzahl immer diese sogenannten Rechtspopulisten trifft, ja, dann mit ihren Gegendarstellungen, die so dann in klein irgendwo wieder in irgendeiner Zeitung erscheinen. Ja? Naja, währenddessen, ja, ein freiheitlicher Politiker, ein FPÖ-Kommunalpolitiker ausgetreten ist, in Tirol, glaube ich, war es, weil er gemeint hat, die FPÖ sei für seinen Geschmack zu wenig gegen diese Covid-Politik unternehmen. Das ist auch interessant, ne? Weil ja einige meinen, die FPÖ wäre der Heilsbringer. Ja, kann man sehen, wenn man wirklich glaubt, dass die FPÖ der Heilsbringer ist, ja, ja, dann wird es halt die FPÖ. Lasst sich dann überraschen, was dann passieren wird. Ich kann euch nur sagen, in Wien rennen die auch mit Masken herum und verteilen FPÖ-Masken. Ja? Wenn ich kenne einen FPÖ-Bezirksrat, den ehemaligen, das ist ja ganz ein netter Mann, kann ich gar nichts sagen, ja. Ich werde seinen Namen jetzt sagen, welcher Bezirk, ja, weil sonst weiß man ja, wer es ist. Ja. Den kenne ich persönlich, mit dem unterhalte ich mich auch hin und wieder sehr, sehr gut. Der tickt auch ähnlich. Also ähnlich jetzt, das heißt wieder, ja, ich glaube, ihr seid ja bei den Nazis. Nein, so ist nicht gemeint, sondern der sieht halt das auch alles ein bisschen kritischer, schon immer. Schon weit vor Covid haben wir uns kennengelernt. Ja. Und so, ja. Auch ein Ingenieur, ein gescheiter Mann eigentlich. Ja. Ja, und da muss man sich schon fragen, was darf man denn jetzt eigentlich noch? Ich meine, ich habe von Herrn Blümel noch keine Klage erhalten, aber ich warte jetzt nur noch drauf. Ja,
es würde mich nicht wundern, wenn jetzt da auch demnächst von der Kanzlei XY, weiß gar nicht, wen ich mir jetzt vertritt, da der vom Jahr 35.000 Euro oder 40.000 Euro waren der Streitwert. Ja? Wegen des Zitates eines Zitates. Ich meine, hallo? Wo sind wir denn? Das ist ja wirklich schon, das ist ja, der Boris Reitschuster, der wird ja schon wieder mit seiner wirklich liebenswerten, naiven Art sagen, Hilfe, ich bin froh, dass ich eine Wohnung in Moskau habe. Ja? Heute ist es nicht so schlimm. Das würde der Boris Reitschuster jetzt sagen. Ja? Ja, ist ein liebenswerter Ort. Ja? Aber das ist ja, ich meine, hallo? Und jetzt mit 1G, jetzt kommt dann 1G, der Blödsinn. Ja? Ich habe jetzt gestern von einem Zuschauer eine interessante Meldung erhalten. Ja, auf Ö1 wurde berichtet, dass an einer Salzburger Universität bereits 1G gefordert wird. Ja? Und er ist gerade auf dieser Uni, studiert dort, ja, und er hat gemeint, dann macht er halt das Fernstudium, seine letzten zwei Semester fertig, ja, wenn das wirklich kommen sollte. Übrigens auch interessant, ja, weil ich kenne Menschen, die sind auch im Widerstand, aber nicht so im, es gibt ja mehrere Arten des Widerstandes, jeder hat so seine Form, es gibt auch keine, die eine Blaupause für den Widerstand, ja, das Mittel, im legalen Rahmen Widerstand zu leisten gegen all diesen Schwachsinn, den muss jeder für sich selbst eruieren, weil ja jeder andere Grundvoraussetzungen hat. Aber ich habe jetzt gehört, immer mehr, und jetzt sogar schon aus dem näheren familiären Umfeld, ja, dass wo auch einige geschlumpft sind, die sagen, ja, also wenn die jetzt wirklich mit der dritten Schlumpfung kommen, anstatt dass sie sich jetzt einmal Zahlen holen würden, ja, mal eruieren würden, wie hat es denn angeschlagen, ja, wo wirkt es denn bei welcher und so und so und so, sich ein bisschen mehr Fakten, richtig Fakten, längerfristig, ja, Studien einholen würde, und zwar von mehreren Leuten, nicht immer nur von den üblichen Verdächtigen, ja. Stattdessen guckt man schon mit der dritten Schlumpfung jetzt daher ab Herbst, ja, und ich sage, na, da mache ich nicht mit, da mache ich nicht mit. Und wenn ich dann nicht mehr einkaufen gehen darf, dann lasse ich mir das halt nach Hause liefern vom Bauern oder von irgendwem, ja? Vom Supermarkt oder von was auch immer. Ja? Aber ich kaufe da nicht bei Amazon ein oder so. Also jetzt hat die Person gesagt, und lässt sich halt dann die Sachen nach Hause liefern. Ja? Aber dritte Impfung, da werden einige nicht mitspielen. Ja? Weil die Leute haben die Schnauze voll, weil die jetzt immer mehr erkennen, dass das alles ein bisschen hirnbefreit ist. Nicht durchdacht. Das ist reiner Aktionismus. Blinder Aktionismus. Und dass da bei einigen Schlumpfungen ja was nicht stimmt. Jetzt ist ganz stolz, gestern ein Artikel aufgetaucht. YouTube ist ganz stolz darauf, dass sie jetzt in den letzten Monaten über 1 Million Videos auf YouTube weggeballert haben, die Verschwörungstheorien zu Covid verbreitet hätten. Na super, ja. Das kann ich ja bei mir nicht behaupten. Bei mir wurde noch kein einziges Video wegen medizinischer Desinformation weggeballert, sondern wegen Sex und Nacktheit oder Mobbing. Ja? Naja. Zensur-Tube. Und auch das fällt mittlerweile den Menschen auf. Auch das hat zum Beispiel jemand gesagt, der eigentlich so überhaupt nicht in diesen so intensiv jetzt als Verschwörung dieser Verschwörungsecke ist, aber das finden die Menschen auch nicht gut, ganz normale Menschen, ja, weil die sind auch für Meinungsfreiheit. Die sagen, das muss eine Demokratie aushalten, dass es halt Menschen gibt, die die Dinge so sehen und auch einmal so einen Blickwinkel einwerfen. Und wenn der für manche vielleicht auch ganz abstrus und verrückt erscheinen möge, ja, sind wir Demokratie oder sind wir keine? Das ist jetzt die Frage, ja. Jetzt sind wir genau am Punkt. Jetzt sind wir genau am Punkt. Sind wir noch in einer Demokratie, in einer echten? Waren wir jemals in einer echten Demokratie? Oder ist das alles nur noch eine Fassadendemokratie? Also noch Fassade. Eine große Inszenierung. Wo der Kasperl und der Pezi umeinander schlumpfen, hupfen dürfen, uns ablenken, ja, während alle auf den Kasperl schauen und aber nicht wissen, was der Tintifax im Hintergrund treibt, ne? Ist ja so. Der Kasperl und der Tintifax. Für die Älteren, ja? Die noch aufgewachsen sind mit Papa Papas und
Im Am Dam Des, diese Male Bes, diese Male Wunderbes, Am Dam Des. Was für ein Österreich-Kinderprogramm, ja. Ja, und in Deutschland, ich war gestern in so einer Telegram-Sprach-Chat-Gruppe, eines anderen Kanals, nicht bei mir. Interessant, was da so, weil in Deutschland ist ja auch 3G, ne? Und liebe Deutschen, ich will jetzt keine Angst machen, aber ihr könnt euch sicher sein, sobald die Wahl da durch ist bei euch, ja, da wird dann auch 1G kommen. Seid euch sicher, meine lieben Freunde. Während aber andere Länder, ja, wie im skandinavischen Raum, immer mehr jetzt diese ganzen Verordnungen auflösen, ja, oder lockern, ja. Oder nie einen Lockdown gemacht haben, wie Schweden zum Beispiel, ja. Weil Lockdown hat dann auch wirklich nichts gebracht. Was hat denn der Lockdown gebracht, außer die Wirtschaft an die Wand zu klatschen, ja? Und übrigens auch, nur damit ihr es gleich wisst, ja, es gibt renommierte Kaffeehäuser, renommierte, ja. Also wirklich, ich rede jetzt ja von Upper-Class-Kaffeehäusern, Hochpreis-Kaffeehäusern in Wien, die verlangen, also verlangen müssen sie es ja eigentlich per Gesetz, aber da wird kein Test verlangt. Da gehst du rein, setzt dich hin, trinkst einen, bestellst einen Kaffee, dein Melange und deinen Apfelstrudel, und du wirst dann einmal gefragt, ob du ein Test oder geschlumpft oder was auch immer bist. Ja? Nur damit du es wisst, liebe Damen und Herren, ja. Renommierte Kaffeehäuser, nicht irgendwelche Spelunken oder Hinterhofbeiseln da in irgendwelchen Außenbezirken. Nein, ich rede hier von wirklich Institutionen, Wiener Kaffeehaus, Kulturinstitutionen, ja. Nicht einmal da wird es befolgt, ja. Es geht den Leuten schon am Arsch vorbei. Und wenn das ihnen jetzt schon am Arsch vorbeigeht, dann könnt ihr euch vorstellen, was mit 1G kommen wird. Der Thema geht sich nur weiter, liebe Polit-Darstellerinnen und Darsteller. Nur, die Krux ist ja, manche glauben halt wirklich noch dann, dass dann irgendeine andere Partei es besser machen würde. Kurz muss weg, ja, das ist schön, dann müssen noch viel mehr weg, aber nicht Kurz muss weg, dann nicht, dass heißt, Kurz muss weg, das heißt jetzt, er gehört an den Galgen und so. Da gibt es aber wirklich manche, die es ein bisschen übertreiben, ja, und da zum Lynchmob aufrufen. Da verwehre ich mich dagegen, ja. Ich meine, weil da gibt es wirklich so wahnsinnige, teilweise wahnsinnige, die sind, das hat die Käfig recht schön genannt, ja, auf der einen Seite gibt es die sogenannte böse Elite, ja, alle Elitären sind böse, was ja auch nicht ganz stimmt, ja, weil nicht jeder, der Geld hat, ist böse, natürlich die meisten, gibt es ja ein paar Verrückte, aber nicht alle, ja, und dann gibt es jetzt uns alternativ quer, frei denkende, aufgewachte, nennen wir uns, wie wir wollen, Widerstandsaktivisten, freie Medienmacher, whatsoever, ja. Und auch da mittlerweile bildet sich so eine Art Piranha-Kultur, ja. Da gibt es welche, die würden ja, wenn sie könnten, den großen Haifisch namens Elite, das hat die Käfin recht schön, ja, in einem ihrer Blicke dargestellt, Bild, ja, die würden, wenn sie könnten, dann genau dasselbe machen, ja. Die würden nämlich auch gern, die sind im Wald gar nicht aufgewacht und für das Gute, die würden einfach nämlich selber gern denselben, die wären nur selber gern in der Position, ja, und das ist das falsche Stilmittel, ja, noch, ja. Ich verstehe schon, dass manche sagen, ich höre mir ja alles an, ja, alles, von A bis Z, da höre ich mir alle Meinungen an, ja, da gibt es welche, die toleranter sind und die ja das, so wie ich, versuchen mit Liebe vorerst und Vernunft und Diskursen, so wie gestern. Ich hatte gestern ein wunderbares Erlebnis. Ich ging auf der Marieferstraße mit meinem Hund spazieren und hatte kein Feuerzeug. Und dieses Feuerzeug hatte mir dann geschenkt. Ein junger Mann aus Vorarlberg, dessen Vater, er ist gerade in Wien, weil sein Vater gestorben ist. Und er muss halt die ganze Abwicklung furchtbar eigentlich, ich habe ihm ein Beileid gewünscht, weil das ist nicht lustig, wenn es da dich um den ganzen Schwachsinn, Leichentransport, was das kostet, und er muss sich um das kümmern. Und dann sind wir irgendwann aufs Thema Impfen gekommen, und er ist geimpft, und ich habe gesagt, ich bin nicht geimpft. Ja, sind wir jetzt Feinde oder was? Nein, wir haben beide festgestellt, dass wir diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft, was dieses Schlumpf-Impfthema angeht, beide zum Kotzen finden. Beide. Denn wir sollten tolerieren, also ich als nicht geschlumpfter toleriere Menschen, die sich schlumpfen lassen. Wenn die meinen, das sei ihr Weg, die sich dadurch sicher fühlen, dann sollen das bitte tun dürfen. Deswegen ist er nicht für mich ein Feind oder ein schlechter Mensch oder ein Volltrottel. Ja? Das ist halt der Weg, den er für sich gewählt hat.
habe ich zu akzeptieren und tolerieren. Und genau das haben wir halt festgestellt. Und genauso hätte auch meinen Standpunkt vertreten. Ich finde das auch unmöglich, wie mit Menschen umgegangen wird, die derweil aus welchen Gründen auch immer, da hat ja jeder seine eigenen, ja, sich nicht schlumpfen lassen will. Ja, und dann haben wir uns am Ende die Hand gereicht. Das war wunderbar. Ein wunderbar, wieder mal ein schönes, positives Erlebnis, nachdem ich ja diese Wahnsinnige da vor ein paar Tagen in der U-Bahn hatte, die ja schon, boah, jenseits von Gut und Böse unterwegs war. Ja, aber es gibt zum Glück auch noch vernünftige Menschen. Das gibt einem noch Kraft, ja, dass man merkt, okay, auch innerhalb der Menschen, die halt jetzt nicht so denken wie ich in allen Belangen, ja, und das halt schon ernster nehmen, gibt es trotzdem welche, die sich auf die Werte einer freiheitlichen Zivilgesellschaft berufen. Ja? Die gibt es natürlich auch noch, die noch nicht so gehirngewaschen sind und sich von gleichgeschalteten Medien irgendwie leiten oder manipulieren lassen. Gott sei Dank gibt es sowas noch. Wenngleich, ich gebe zu, das auch immer rarer wird. Aber es ist ja unfassbar, aber dieses Urteil gestern da, ja, das Strache-Urteil war jetzt gar nicht so interessant für mich, ja, weil dass man dem kalt stehen will, ich als böser Verschwörungsideologe könnte jetzt sagen, noch immer, dass er mit dem Segelboot-Unfall, ja, dass da einiges komisch war, ja, aber lassen wir es einmal, ja, im Raum stehen, ich kann es nicht beweisen und da ist ja seitdem auch nichts mehr aufgetaucht, ja, aber Alkohol hat auf jeden Fall mal wieder krank geschaffen. Und der Red Bull oder Koks oder was, ja? Das ist einmal Fakt. Weil das ist das Erste, was die Polizei dort gemacht hat in Kroatien, ja? Und dann beginnt in der Früh auf einmal das Boot zu brennen. Und das ist schon sehr eigenartige Geschichte, ne? Und dann wird er jetzt verurteilt, will man auch irgendwie kalt stehen in Herrn Strache oder eins auswischen, warum auch immer. Kann ich nicht beurteilen, ja? Weil ich weiß, bin nicht der Herr Strache. Was ist, was der Herr Strache alles in seinem Leben kein Plätzchen gemacht hat oder auch kein Plätzchen, ja? Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne seine Feinde, nicht alle seine Feinde. Ja? Ich kenne halt einen seiner Feinde. Ja? Den kennen wir alle. Ja? Aber egal. Viel interessanter war das Urteil, was ein Stock höher da gestern am Wiener Straflandesgericht abgehandelt wurde. Mit diesem Pensionisten, der auf Twitter ein Medium zitiert hat und deswegen verurteilt wurde vom Finanzminister höchstpersönlich. Und der Finanzminister hier in Österreich hat angekündigt, dass er noch weitere solche Leute klagen wird. Na, Alter, dass der sich nicht, entschuldigen Sie, Herr Finanzminister, ist Ihnen das nicht irgendwie zu schäbig? Sie verdienen ein Schweinegeld, ja, ein Schweinegeld, und dann haben Sie es notwendig, da noch 1.000 Euro von unseren Pensionisten abzuzwacken? Ich meine, sind Sie mal nicht böse, ja? Ich meine, Sie sind Minister, als Minister steht man immer in einer Kritik und in der Öffentlichkeit. Da wird es immer Menschen geben, die einen nicht mögen und die einen mögen, ja. Und wenn dann halt ihre Partie oder ihre Partei, ja, da immer mehr Dinge auftauchen, die halt einen fahlen Geschmack haben für manche, ja, wo manche Korruption sprechen, ja, schwere Korruption, manche, ja, dann sollten sie das aushalten, ja. Aber jetzt werden wir ja schauen, was mit Herrn Basti noch von dir, mit unserem Bundeskanzler noch passieren wird. Ja? Weil der Herr Pilz, bei dem kann man halten, was man will, aber ich möchte jetzt einen Auszug aus diesem Interview zeigen. Das ist ja grandios, was der Peter Pilz da gestern so losgelassen hat. Ich glaube, die hören nicht richtig. Moment, ich muss das jetzt nur suchen, gibt's mal Zeit. Weil das war wirklich stark. Nur zwei, drei Aussagen. Ja? Peter Pilz. Weltklasse, was der Peter wird immer besser. Peter Pilz, so, U24. So, schau mal kurz rein, ganz kurz. So, da ist es schon. So. Es ist wichtig, dass es freie und unabhängige Medien gibt, wo nicht, wenn irgendwas Kritisches steht, plötzlich das rote Telefon klingelt und auf der anderen Seite heißt es Fleischmann oder Kurz, was bieten Sie sich ein, ab morgen gibt es keine Inserate mehr. Das ist bei uns nicht möglich. Bei uns, wenn ich sage uns, dann heißt das bei zackzack.at, meiner Online-Tageszeitung,
weil wir kein einziges Regierungsinserat haben. Und ich bin mir völlig sicher, dass das Österreich auch einmal schaffen wird. Naja, wir berichten ja auch unabhängig, sonst wären Sie halt nicht hier. Ja, genau. Vielleicht das war der Lacher über. Auf die Inhalte eingehen, Herr Pilz. Wie viele Stück haben Sie verkauft mittlerweile von dem? Ich weiß jetzt noch nicht die Verkaufszahlen, dazu ist es zu viel. Das wäre grandios, wir müssen ja auch frei und unabhängig. Ja, aber die Millionen haben wir schon eingesteckt. Aber das Fall der organisierten Justiz, darüber ist auch in Ihren Medien ausführlich berichtet worden, was da alles passiert ist. Billner-Check, MS und so weiter. Was viel weniger bekannt ist, ist, dass die übleren Vorgänge wahrscheinlich im Bundeskriminalamt und bei der Kriminalpolizei und ihrem Chef, dem Herrn Andreas Holzer, stattfinden. Und was die Menschen nicht wissen und was ich detailliert beschreibe, ist, dass die Soko Ibiza eine Soko Türkis ist, die nur gegen die Freiheitlichen ermittelt hat und dieser Eindruck ist gut begründet, die ÖVP geschützt hat, eine Soko, das muss man sich einmal vorstellen. Und das geht so weit, dass das Innenministerium sich nur auf politische Gegner konzentriert und vergisst, das Land vor dem Terrorismus zu schützen. Wir haben jetzt einen türkisen Innenminister, der persönlich und politisch dafür verantwortlich ist, dass aufgrund der mehr als Schlamperei der österreichischen Polizei und der Geheimdienste Tote bei terroristischen Anschlägen gibt. Und das alles deswegen, weil es unter Kurz nur noch um eine Form von Sicherheit geht. Sicherheit für den Kanzler, Sicherheit für den Innenminister, Sicherheit für die eigene Partei. Und was mit Österreich passiert, ist diesen Herrschaften vollkommen wurscht. Sie haben jetzt gerade die Justiz angesprochen, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Da wissen wir, da gibt es derzeit ein Verfahren gegen den Bundeskanzler wegen des Vorwurfs der Falschaussage, des Verdachts der Falschaussage. Und da hat eigentlich, muss man sagen, ihre einstige... Die Zadic, da gebe ich dem Peter Pilz nicht recht. Er glaubt, die Zadic wird sie wehren, das glaube ich nicht. Hand aufs Herz. Wenn Sie ehrlich sind, sagen Sie... Moment. Ich rechne mit Neumann. Ich halte es für immer weiter. Weil schauen Sie, was bleibt denn dem Kurz über? Ein Studienabbrecher, der nichts gelernt hat, nichts kann und von nichts Ahnung hat, außer die Macht zu erhalten, alle einzuschüchtern und den Rest zu kaufen. Wenn der nicht mehr Bundeskanzler ist und zum Arbeitsmarktservice geht, die schütteln ja alle durch den Kopf und sagen, Herr Kurz, schauen Sie, ob Sie weiter studieren können. Wir wissen nicht, wo wir schon finden. Also, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Jetzt sage ich Ihnen eins. Hand aufs Herz. Würden Sie den Sebastian Kurz bei Österreich anstellen? Hand aufs Herz. Wenn Sie ehrlich sind, sagen Sie... Ich weiß nicht, ob er es kann. Ich nehme ihn lieber, wenn der eine ordentliche Ausbildung hat. Und da haben Sie vollkommen recht. Die zweite Geschichte ist die internationale Geschichte. Unterschätzen Sie die nicht. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass Angela Merkel bald nicht mehr deutsche Kanzlerin ist. Und in der CDU und in der CSU, weil der Herr Laschet ist ja eher eine Laschet-Nummer, da wird irgendwas passieren. Und wenn die sehen, dass trotz aller Strafverfahren Sebastian Kurz mit der Urbanisierung, mit also einem Regime in Österreich durchkommt, dann werden Leute in der CDU und in der CSU in Berlin und in München sagen, das könnte man eigentlich auch, weil so gut wie der Kurz sind wir alle dabei. Weil der Markus Söder aus München kann jederzeit, wenn er will, ein Kurz zum Quadrat werden. Der ist wesentlich qualifizierter. Und eine wesentlich stärkere Persönlichkeit. Wenn Österreich Deutschland wieder ansteckt, dann passiert was. Bei Österreich kann in Europa nicht viel Schaden anrichten. Aber ein Kurzmodell in Deutschland ist das Ende der deutsch-französischen Achse und der Anfang vom Ende der Europäischen Union. Und deswegen ist der Kurzcluster in Wien etwas, was für ganz Europa gefährlich ist. Sebastian Kurz ist potenziell der Superspreader der Europäischen Union. Sie sprechen immer wieder von Urbanisierung und Ihr Buch trägt ja auch den Untertitel Das Kurz-Regime. Aber ist das nicht doch sehr polemisch ausgedrückt? Weil ich meine, wir haben
zum Glück eine Demokratie in Österreich. Wir haben eine Medienfreiheit in Österreich. Wie gesagt, sonst würden wir hier nicht sitzen. Sie könnten nicht Ihr Portal betreiben. Wir könnten nicht unseren Fernsehsender und unsere Medien herausgeben. Ist das nicht alles ein bisschen weit hergeholt? Ja, das ist eine wichtige Frage. Wissen Sie, Herr Fellner, bevor ich Abgeordneter war, und ich war 33 Jahre Abgeordneter, war ich Wissenschaftler. Und ich bin es gewöhnt, solche Sachen sehr genau zu analysieren. Und die erste Frage, die sich mir da stellt, was ist ein Regime? Im Gegensatz zu einer Regierung eines demokratischen Rechtsstaates. Ein Regime ist, wenn die sorgfältig getrennten Staatsgewalten, die unabhängige Justiz, die unabhängige Gesetzgebung im Parlament und die unabhängige Verwaltung mit der Regierung, alle miteinander verschmolzen werden, die Trennlinien beseitigt werden und eine Partei und ein Führer die gesamte Macht übernehmen. Da beginnt ein Regime und Sie haben es vollkommen recht. Ein Regime heißt noch nicht Diktatur. Das geht dann noch viel weiter. Zum Glück, da sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube nicht, dass Sebastian Kurz vorhat, das Parlament in Österreich auszuschalten. Aber wenn er die Medien kontrolliert, die Justiz kontrolliert, die Polizei kontrolliert, Geheimdienst kontrolliert, dann können die paar Oppositionsabgeordneten im Untersuchungsausschuss oder im Plenum des Nationalrates erzählen, was sie wollen. Es hört sie niemand mehr. Und so beginnen Regimes. Schauen Sie nach Budapest, da ist genau das passiert. Und diese Geschichte erzähle ich eben im Buch. Was Viktor Orban schon geschafft hat, was Sebastian Kurz auf den Spuren von Viktor Orban plant und wie erstaunlich weit er in Österreich schon gekommen ist. Aber muss man nicht sagen, von einer Machtübernahme in der Justiz ist die ÖVP und Sebastian Kurz weit entfernt, weil es gibt zig Verfahren derzeit gegen die ÖVP, es gibt sogar ein Verfahren gegen den Bundeskanzler, also dass die ÖVP die Macht in der Justiz hätte, das stellt sich momentan eher anders dar, würde ich sagen, oder? Ja, da haben Sie ja vollkommen recht. Ich habe da ein Kapitel, ein langes Kapitel geschrieben, das Kapitel 12, der Angriff auf die WKStA, die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, ab der Seite 190. Und da habe ich detailliert Tag für Tag beschrieben, wie die ÖVP Kurz und seine Mittäter die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angreifen und vernichten wollen, ruinieren wollen, ausschalten wollen. In dem Buch steht zum ersten Mal, dass in der Nacht des Ibiza-Videos, Sie können sich daran erinnern, wie das Ibiza-Video im Mai 2019 plötzlich aufgetaucht ist und alle darüber berichtet haben. In derselben Nacht von den Spitzen, den türkisnahen Spitzen der Justiz, ein Vernichtungsschlag gegen die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft vorbereitet worden ist. Ich weiß noch damals, die tadellosen und engagierten Staatsanwältinnen und Staatsanwälte der WKStA haben damals nicht gewusst, ob nicht innerhalb von Stunden Beamte bei ihnen stehen, ihre Handys beschlagnahmen, ihre Büros durchsuchen und möglicherweise in der WKStA erste Verhaftungen vornehmen. Und warum? Weil ganz offensichtlich verhindert werden sollte, dass die WKStA hier in alle Richtungen, auch in die türkise Richtung, ermittelt. Danken diesen engagierten Staatsanwältinnen ist meistens ein Zeichen beginnender Panik. Sie sehen ja, Parteien, die nichts zu befürchten haben, argumentieren im Regelfall sachlich. Und ich habe der ÖVP und Kurz immer vorgeschlagen, lassen wir die Tatsachen sprechen. Wenn eine Klage kommt, ich freue mich nicht über Klagen, aber dann weiß der Bundeskanzler genau, was passiert. Dann sehen wir uns so wie im Fall Benko vor Gericht wieder und dann droht Sebastian Kurz das, was für ihn möglicherweise das Schlimmste auf der Welt ist. Die Wahrheitspflicht. Und dann sitzt der Kanzler da und dann sitze ich da und dann führe ich die Befragung persönlich durch. Und glauben Sie mir, der Herr Kurz überlegt sich ganz genau, ob er dieses Risiko eingeht.
wo jede Tatsache beweisbar ist, zu klagen. Er hat noch einige, ich werde das unten verlinken, wenn es interessiert, also Peter Pilz in Hochform. Je älter der Mann wird, desto grandioser auch in seiner Ausdrucksweise. Er zieht der Vergleich ja auch gegen seine ehemaligen grünen Parteifreunde. Ja, herrlich, also wunderbar. Also ich empfehle euch diese 40 Minuten. Das ist grandios. Egal, wie man jetzt so Peter Pilz steht oder auch nicht steht, aber er hat da in dem Punkt, in den meisten Punkten recht. Ja. Und das ist es einfach. Ja. Regime, ja, ich meine, Regime. Wir hatten einen Regime-Change. Ja? Was war denn Ibiza? Ibiza war Regime-Change. Nichts anderes. Ja? Hat man sich halt die Grünen, ja, als Beiwagerl ins Moped geholt. Der Peter Pitt sagt das recht schön. Der Kurz sitzt auf der Maschine. Der Kogler mit dem Doppler im Beiwagerl. Und der Kurz weiß aber nicht, wo er hinfahren soll. Ja? Und das Motorrad fährt halt irgendwo hin. Ja? Irgendwo hin. Naja, alles ein Blödsinn, ne? Ja, aber findet den Fehler, liebe Freunde, ja? Wir müssen also jetzt jeder, also ich sowieso, ja? Aber Senioren werden geklagt, ich wiederhole es jetzt noch einmal, das ist ja an, dass die sich nicht genieren, jetzt ihre eigenen Bürger, so bloß weil die jetzt wagen, Kritik zu äußern, ja? Und die erfinden jetzt keine schweren Verleumdungen. Der Senior hat nicht geschrieben, dass der Blümel irgendwelche Kinder oder wisst ihr so, ja, sondern nein, er hat einfach das geschrieben, was schon in viel schlimmeren Vokabularen in diversen Medien geschrieben wurde. Und das darf, die Medien werden nicht geklagt. Na, warum werden die nicht geklagt? Das ist halt die Frage, ja. Ich hätte eine Antwort, ja. Ich weiß die Antwort, wir alle wissen die Antwort. Aber als Zivil- oder Normalperson darfst du das nicht machen. Ja, wehe. Ja. Dann kommt dann gleich der Anwaltsbrief. Ja. Und dann darfst du dann einen Minister, der Untersuchungsausschüsse verschleppt hat, weil er Akten irgendwo hin hat liefern lassen und lauter so super Aktionen. Ja. Und diese ganze Partie, ich meine wirklich, man hat sich einst von den Linken, ja, die Linken haben sich früher über die Haider-Bubal-Partie echauffiert. Na, grandios, wo ist jetzt die Kritik an, meinst du, jetzt langsam kommt sie, an der Kurz-Bubal-Partie. Ja, langsam kommen sie drauf. Langsam wachsen wir zusammen, hat schon der Wolf gesungen. Ja, der Wolf. Langsam wachsen wir zusammen. Naja, das ist meine große Hoffnung, dass wir langsam zusammenwachsen. Egal ob links oder rechts oder in der Mitte oder wie auch immer, ich halte von Ideologien sowieso nichts, ja. Aber jetzt ist der Zeitpunkt zurück näher, wo wir zusammenwachsen könnten. Und das ist die Hoffnung, die Chance, die ich sehe. Denn nur so wird es funktionieren, indem wir, egal was uns auch trennen möge, und uns wird immer irgendwas trennen. Aber es wird auch Dinge geben, und die gibt es immer, die uns zusammenwachsen lassen könnten. Und ich lege meinen Fokus auch darauf, dass sie uns zusammenwachsen lassen. Und dann, liebe Freunde, dann werden die mit ihrem ganzen Blödsinn alle mal sich wundern. Ja? Wir werden noch schön schauen. Aber ich wiederhole es nochmal. Ich verwehre mich da jetzt so wie manche Lynchmobs und so einen Blödsinn zu fordern. Ja? Gibt ja da so vereinzelte Fälle, ja? Die schon schreien, hängt die Höhe und so. Ah, das ist jetzt aktuell nicht der richtige Zeitpunkt für so einen Blödsinn. Ja? Außer er will auch 5 Jahre Schmalz haben. Oder, ja? Schmalz ist Gefängnis für meine deutschen Freunde. Nein. Aber es könnte natürlich der Zeitpunkt kommen, das kann man nicht ausschließen, ich lege meinen Fokus gar nicht drauf, das habe ich ja beim Traugel schon gesagt, wo dann der passive, friedliche, aus der Liebe gekommene Widerstand nicht mehr fruchtbar sein wird. Ja? Und wir dann vielleicht uns mit anderen Mitteln wehren müssen. Ich hoffe, dass dieser Zeitpunkt nicht kommen wird, sondern dass wir das
dass wir vorher zusammenwachsen. Aber wenn wir nicht es schaffen, zeitgerecht zusammenzuwachsen, dann könnte es schon passieren, ja, dass es in den nächsten Jahren noch einen Knall geben wird. Die Knalle wird es sowieso geben, ja, weil das, was passieren wird, dann braucht man keine Glaskugel. Ich kann ja jetzt schon sagen, es wird in den nächsten Jahren das ganze Finanzsystem implodieren. Ja? Dann werden sie einen Währungsreset machen. Ja? Reset. Ja? Dann kommt der digitale Plätzchen. Die KI-Money. Und dann wird sich's fragen. Ja? Die einen legen ja noch ihren Fokus darauf, dass es dann gut, das Gute, dieses Gesara sein wird. Ja, schauen wir mal. Kann aber genauso sein, dass es totale Versklavung und Unterdrückungstool sein wird. Ja? Nicht wirklich digitales Geld. Kein rein digital, nur digitales Geld. Ja? Weil digitales Geld haben wir, soll es haben, aber es soll auch weiterhin bitte Münzen und vor allem eine goldgedeckte Währung geben. Ja? Das, was der Nixon da damals 72, was 1913 begann, nach der Absprache auf Jekyll Island, ja, Titanic und dann Woodrow Wilson in den Weihnachtsferien, eh schon wissen, ja. Das fruchtete ja erst so richtig 1972, als, oder was, 71, als Richard Nixon dann eben auf Druck der Bankiers die Golddeckelung des US-Dollars aufheben musste. Ja. Das hat er nicht gemacht, weil er so ein gescheiter Mensch war oder weil er so interessiert dran war. Nein, er musste. Ist ja auch interessant, und jetzt schweife ich auch kurz ab, Afghanistan, ja, Biden, ganz bezeichnend, hat der Pressekonferenz gegeben, wo er sagte, er selbst, wo sich alle über ihn lustig gemacht haben, er selbst hat nicht das Ruder in der Hand. Wo sich alle fragen, ja, wie hat man das Ruder in der Hand, wenn der angebliche Präsident das Ruder hat? Er hat eh schon alles gesagt. Der Biden ist mittlerweile schon so dement, dass er eh alles sagt. Also er gibt es ja offen zu, dass er nicht das Sagen hat. Das hat er offen zugegeben in der Sage. Ja, wo sie ja alle schon lustig gemacht haben und gesagt haben, bitte zurücktreten, das geht ja nicht. Und da haben wir Verschwörungsideologen ja auch schon gesagt, der Plan, der ist eh durchschaubar. Ja? Der Onkel Joseph oder sein Doppelgänger oder was auch immer, ja, egal wie man jetzt den beiden betrachten will, ja, aber ob es noch Joseph ist oder ob es ein Doppelgänger ist, das ist wurscht, nehmen wir jetzt einfach nur beiden. Der Name Biden als US-Präsident, der wird verschwinden, der wird zurück irgendwann, den wird das Zeitliche segnen oder Impeachment oder zurücktreten und dann kommt die Kamala Harris. Das hat sogar der Peter Westenthaler, der sicher nicht der Oberverschwörungsideologe ist, gesagt. Ja. Also, das hat sogar der schon gecheckt, dass das der Plan der Demokraten ist. Ja. Das haben wir ja schon vor einem Jahr gewusst oder vor einem halben Jahr. Im Oktober haben wir schon darüber genau das Szenario durchgespielt. Ja. Das wird jetzt schon im Mainstream diskutiert, ja. Also, es ist so schlecht, ja. Es ist so schlecht. Und diese Afghanistan-Show, ja, jetzt ist bekannt geworden, jetzt wurde uns zu Anfang verklickert worden, die Anschläge am Flughafen, die bösen Taliban hätten mit den biometrischen Daten, die sie von den Amerikanern hätten, jetzt Gräueltaten, Rachedaten an amerikanischen Soldaten und so begangen. Und jetzt kam raus, dass das der IS war. Der IS in Afghanistan, ein IS-Ableger, dem die Taliban zu liberal sind. Und von wem wurde der IS geschaffen? Von wem wurde der IS geschaffen? Ah, wieder Made in USA. Gratulation. Und dann muss man noch erfrischen, fand ich die Aussage auch vom Friedrich Ortner. Das ist ein ehemaliger, oder ist er noch ORF-Journalist? Und der hat in einem Krone-Interview gesagt, diese ganze Afghanistan-Geschichte kann nur mit Absprache der Taliban stattgefunden haben. Das musste im Hintergrund ein Mauscheln zwischen den Diensten und den Taliban gegeben haben. Anders geht das nicht. Vollkommen richtig, Herr Ortner. Ich danke Ihnen. Einmal ein ORF-Redakteur, der sich traut, einmal die Wahrheit zu sagen. Genau so ist es. Das habe ich in meiner, da bin ich noch als Verschwörungstotel dargestellt. Aber natürlich hat da die CIA mit dem ISI zusammengearbeitet. Ja? Das ist ja vollkommen logisch. Man muss ja kein Blitzknesser sein, aber die wollen sich immer so platt verarschen. Und dann haben die Russen, als diese Schüsse in Kabul waren, ich kann es Ihnen nicht, aber da so eine Live-Schalte gemacht, dass diese Welt,
der gerade live geberichtet hat, wohl der Reporter, ich wiederhole es nochmal, der Reporter hat 600 Kilometer entfernt in Taschkent, der Kameramann ist aber in Kabul, ist ja komisch, weil normal sind die immer zusammen, der Kameramann und der Reporter, ja, aber in dem Fall nicht, ne? Und die Russen haben berichtet, da war es ruhig am Flughafen, ja. Komisch. Wer lügt jetzt also? Wer erzählt uns die Wahrheit? Ja? Natürlich, jetzt heißt wieder, ja, der ist klar, jetzt kommt er. So, ja. Ist alles so eine schlechte Show. Enjoy the show. Ja, ich mittlerweile, der Satz, enjoy the show. Ja, dem Satz kann ich immer mehr abgewinnen. Ich genieße die Show wirklich. Ich habe zwar kein Popcorn, aber ich lehne mich zurück und genieße den ganzen Blödsinn nur noch. Ja, das ist alles die wunderbare Welt des Schwachsinns. Und heute ganz ohne Covid. Das ist schon wieder aufgefallen. Es geht auch ohne Covid. Ohne Lauterbach, ohne irgendwelchen Zahlen. Ja, kurz habe ich das erwähnt mit dem FPÖ-Mann da. Ja. Ich kann es nicht mehr hören. Das ganze Covid-Blödsinn, das wissen ich schon alles. Ja. Diese ganzen Dinge sind viel, viel spannender, was da jetzt so gerade passiert politisch. Das ist höchst interessant. Es beginnt zu implodieren. Die Frage ist nur, was passiert dann? Und das liegt dann an uns, weil wir haben sehr viel Gestaltung. Wir sind der Souverän, liebe Freunde. Das vergessen wir immer wieder. Ja? Wir vergessen es immer, dass wir eigentlich die Macht haben. Ja, weil es uns so über Jahrzehnte eingehämmert wurde. In MKU-Ultra, TKG-Hirnwäsche, haben die meisten von uns vergessen, dass wir die Macht haben. Ja? Offiziell haben wir ja auch die Macht und dürfen halt einmal alle 5 Jahre einen Zettel ausfüllen. Ja? Ja, das ist aber nicht die Macht, sondern wir haben noch viel mehr Macht. Ja? Das beginnt beim Konsumverhalten. Ja? Was da schon, der Herr Jeff Bezos, der wäre schon lang unter der Brücke, wenn nicht jeder Trottel bei Amazon bestellen würde. Ja? Das wäre so einfach. Ja? Wir regen uns immer über die ganzen Arschlöcher auf. Wir könnten sie selbst mit ihren eigenen Waffen schlagen, indem wir sie boykottieren. Boykott aus Ende. Na, was glaubt's? Wie schnell die dann? Ich meine, nicht von heute auf morgen, weil wenn jemand wie ein Bezos, ein geschätzt, der 120 Milliarden US-Dollar Vermögen hat, natürlich, ja, wird es schwierig. Aber ich sage nur, es beginnt mit Konsumverhalten, es beginnt mit täglichem Umgang, auch unseres Gegenübers, auch wie in unserer frei alternativen Medienwiderstandsbewegung, ja. Liebe Leute, ich rufe nochmal zu Respekt zu anderen Meinungen, für andere Meinungen auf. Ob jetzt einer ein Anon ist oder nicht Anon, ja, das ist doch alles scheißegal. Wir wollen alle dasselbe. Wir wollen alle dasselbe. So hoffe ich. Ich meine, ich weiß, es gibt ein paar, die wollen jetzt schon Rambazamba, ja. Ich will jetzt noch kein Rambazamba. Zeitpunkt ist für mich noch nicht gekommen. Ja, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann gibt es halt Rambazamba. Aber ich werde nicht der sein, der den ersten Schuss abgibt, ja. Abgesehen davon, dass ich keine Schusswaffen habe. Aber viele hier in Österreich haben Schusswaffen, ja, habe ich schon mal gesagt. Aber gut, jetzt sind wir eh schon wieder viel zu lange. War eine Stunde schon wieder. Wahnsinn. Also ich begrüße mal hier den Chat, den Druide, Bert, Johnny Chill, Markus Meyer, Samuel, die kleine Müster, der Herr Peter, die Gabi, Nutschele Treffer, dann haben wir noch? Mario Wallner, servus. Audemse, mein Lieber. Und auch Dortmunder Jungschotte und Michael Sohn. Freut mich auch, dich zu sehen. Ich grüße euch und ich wünsche euch alles Liebe. Bleibt achtsam, wachsam, stark und wir dürfen uns jetzt mitnichten spalten lassen. Egal, ob man da immer in jedem Punkt einer Meinung ist, darum geht's doch gar nicht mehr. Schwanzvergleiche, die Zeit ist vorbei. Es war zeitlang recht lustig, aber das ist jetzt vorbei, das Spiel. Ja, es geht ans Eingemachte. Und wir sind der Souverän. Ja? Und findet den Fehler. In diesem Sinne, alles Liebe aus Wien, Pussy Baba, Peace, macht's das gut, lasst nicht unterkriegen. Alles Liebe aus Wien, Pussy Baba, Peace, euer Manu, ciao. King of the Bongo. Mhm.